Hallo und herzlich willkommen bei MOOC Datenbanken. Mein Name ist Sam Winter und ich bin Expertin im Bereich Datenbanken und werde diesen MOOC durch alle Lektionen hindurch begleiten. Das Ziel des MOOCs ist es, Kompetenzen zum Thema Datenbanken aktiv, problemorientiert und versehen mit spannenden Beispielen zu vermitteln. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf relationalen Datenbanken. Was kann man nun aus diesem MOOC mitnehmen? Ganz kurz zusammengefasst sollte man nach dem MOOC die Eigenschaften, die Architektur und das Datenmodell von relationalen Datenbanken kennen. Dabei klären wir auch Begrifflichkeiten wie: Was ist eine Datenbank? Was ist ein Datenbankmanagementsystem? Zudem sollte man die Phasen der Datenbankentwicklung kennen und anwenden können. Hier schauen wir uns an, in welchen Schritten eine Datenbank entwickelt wird. Diese Schritte schauen wir uns dann auch noch genauer in den Lektionen an. Daher sollte man nach dem MOOC ebenso eine Datenbank konzeptuell entwerfen können. Das bedeutet, man stellt die wesentlichen Aspekte grafisch dar, beispielsweise mit einem UML-Klassendiagramm. Der nächste Schritt ist dann, ein Relationenmodell aus diesem semantischen Datenmodell ableiten zu können. Hier wird festgelegt, in welcher Form die Daten später abgespeichert werden. Es geht darum, welche Tabellen und welchen Spalten wird es geben. Anschließend wird dieses Relationenmodell verwendet, um die konkrete Datenbank dann anzulegen. Das heißt, wir lernen, ein Relationenmodell auf einem relationalen Datenbanksystem zu implementieren. Ist die Datenbank dann angelegt und Daten darin vorhanden, wollen wir diese Daten auch wieder auslesen, also Daten aus einer relationalen Datenbank abfragen können. Das sind die wichtigsten Kompetenzen, die man für den grundlegenden Entwurf von und Umgang mit Datenbanken braucht. Aber es gibt noch weiteres. So werden wir auch die Grundlagen von Transaktionen kennenlernen und worauf hier zu achten ist, sowie externe Sichten auf die implementierte Datenbank definieren, also sogenannte Views anlegen und damit arbeiten. Bei all den genannten Bereichen können Lernende, also ihr, im MOOC oft selbst aktiv arbeiten und Wissen so sehr problemorientiert erlangen. Wir haben uns auch bemüht, die Lernmaterialien einmal anders zu gestalten und auf verschiedene animierte Charaktere und wechselnde Orte der Wissensvermittlung gesetzt. Im Fokus stehen dabei meine Lieblingsbäckerei hier, wie auch das Polizeikommissariat 42, mit dem ich immer wieder zu tun habe. Diese beiden Domänen ziehen sich mit ihren Anforderungen, ihren Fragestellungen, ihren Kriminalfällen und ihrem Team wie ein roter Faden durch diesen MOOC. Und das möglichst interaktiv, mit Anwendungsbezug und manchmal verpackt mit einem Kaffee, einem Muffin oder einem Hauch von Krimispannung. Ich freue mich schon, euch begleiten zu können und wünsche euch viel Spaß beim Eintauchen in den Bereich der Datenbanken.